Der Drupal Wargaming wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Und nun viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen bei Death Trooper Wargaming. Ich bin der Daniel und wie versprochen lade ich euch jetzt nach und nach meine Marvel Champions Let's Play von meinem kleinen Zweitkanal hoch. Schaut einfach mal gerne rein. Nur eins vorab. Das sind meine ersten Spiele. Die Kamera ist noch nicht so toll und ich feile noch immer noch ein bisschen am Setting und vielleicht noch die ein oder anderen kleinen Regelfehler drin. Aber hauptsächlich geht's halt um Spaß und den hatte ich. Und ich hoffe, ihr habt den auch und bleibt dran und seht euch's an. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und das ist Playgame Alone. Heute starten wir mal ein neues Format auf Anregung eines Zuschauers. Er würde sich gerne wünschen, dass ich was über mein Deck erzähle, was für Ideen dahinter stecken und vielleicht auch welche Karten ich spiele. Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das am besten mache. Am Anfang des Videos, das würde wahrscheinlich zu lange dauern, da würden die meisten schon gelangweilt sein. Am Ende des Videos macht keinen Sinn, da versteht einer die Karten nicht, die Spiele vielleicht. Darum habe ich gedacht, ich mache es in zwei Teilen. Und der erste Teil, den ich zuerst hochlade, der würde dann, indem ich dann mein Deck vorstelle und die Ideen, die dahinter stecken, und im zweiten Teil dann das Spiel. So kann man anklicken, was will man? Will man zuerst wissen, was ich für Karten spiele, damit ich im Spiel nicht so erklären brauche, beziehungsweise will man nur das Spiel sehen und kennt die Karten von den Bildern her, dann schaut man sich nur den zweiten Teil an. Also, wir fangen mit Doctor Strange an. Ist klar? Er hat halt die Fähigkeit 2-1-2, wenn ich Dr. Strange erschöpfe und bezahle die Kosten der obersten Beschwörungskartendecks, dann handle ich die Spezialfähigkeiten ab. Das ist eine Aktion, erschöpfe Dr. Strange. Und dann kann ich eine Karte von den Zaubern spielen. Die spezielle Eigenschaften haben. Gehen wir nachher näher drauf ein. So, dann hat natürlich Dr. Strange seine ganzen Decks. So, 1, 2, 3. Fangen wir mal an. Der erste ist halt wrong. Die muss man ja spielen, die ganzen Karten. Die kann ich erschöpfen. Dann wähle eine, kann ich entweder einen Schaden heilen oder halt kann was von meinem Beschwörungsdeck eine Karte ablegen. Dann haben wir zweimal im Deck. Ist eine Heldenaktion, Widerstand, wähle einen Plan, entferne drei Bedrohungen von einem Plan und siehe die obersten Karten des Begegnungsdecks an. Entferne für jedes Boost-Symbol auf der Karte zusätzlich eine Bedrohung vom gewählten Plan. Die ist halt zweimal dabei, kostet zwei Ressourcen. Dann haben wir zweimal Magiestrahl, kostet drei Ressourcen, ist eine Heldenaktion, ein Angriff, füge einem Gegner 5 Schaden zu und lege die oberste Karte deines Decks ab. Falls auf der Ressource folgende Ressourcen aufgedruckt sind, ne, kann ich einen Gegner betäuben, einen Gegner 2 Schaden zufügen, den Gegner verwirren oder alles davon. Je nach Symbol. Dann haben wir zweimal auch eine Heldenaktion für 1. Bezahle den aufgedruckten Kosten der obersten Karte des Beschwörungsdecks, handle ihre Spezialfähigkeiten ab, lege sie dann offen zurück auf den Beschwörungsdeck. Das heißt, ich könnte die quasi zweimal spielen. Auch sehr gut. Dann haben wir mystische Studien, alter Ego, kostet 1. Durchsuche dein Deck und dein Ablagestapel nach einer Dr. Strange Karte, also einer von den 15. Und nimm sie auf der Hand, mische dein Deck. Dann haben wir zweimal den Schutzzauber, kostet 1, ist eine Unterbrechung. Sobald eine Verratskarte vom Begegnungsdeck aufgedeckt wird, hebe alle ihre Effekte auf und lege sie ab. Zum Beispiel Schatten der Vergangenheit oder der Gegner. Bringt den Plan voran, müsste glaube ich auch funktionieren. Sowas kann man dann schön auskontern. Dann haben wir das Sanctum Sanctorium, ein alte Ego, kostet 1. Erschöpfe, mische einen Zauber aus deinem Ablagestapel zurück in dein Deck und ziehe eine Karte. Auch nicht schlecht. Dann ein Upgrade für 2, der Mantel. Du erhältst das Merkmal fliegend, was eigentlich erstmal egal ist. Und als Aktion, erschöpfe den Schwebemantel, mache Dr. Strange spielbereit. So kann er quasi zweimal seine ganzen entweder
entweder zweimal Widerstand leisten, zweimal angreifen oder zweimal, na gut, zweimal verteidigen jetzt nicht, aber oder halt zweimal umdrehen, damit ich zwei Zauber gleich sprechen kann. Sehr gut. Dann haben wir auch nochmal zweimal ein Upgrade, auch ein Zauber. Magische Verstärkung. Spiele diese Karte unter Kontrolle eines beliebigen Spielers. Das heißt, an irgendeinem Charakter, kann auch mein Mitspieler sein. Dein Held bekommt plus 1 Widerstand, plus 1 Angriff, plus 1 Verteidigung. Erzwungene Unterbrechung. Nach Ende der Runde muss ich es ablegen. Hm. Okay. Entschuldigung. Das heißt, theoretisch könnte dann Gott Dr. Strange zweimal Widerstand leisten für 3. Und dann haben wir noch die noch ein Upgrade, das Auge von Agamotto. Erschöpfe das Auge von Agamotto und erzeuge eine Stern- oder Joker-Ressource. Die kann ich dann für alles verwenden. Das ist die Ressourcenkarte, die ist auch super. So, das waren die 15 Strange-Karten. Jetzt kommen wir nach den Zaubern. Wir haben einmal für 0. Ziehe 3 Karten, lege diese Karte auf den Ablagestapel des Beschwörungsdecks. Dann Nebel der Valator. Spezial. Wähle eine Statuskarte im Spiel, ersetze die Statuskarte durch eine andere Statuskarte. Lege diese Karte auf den Ablagestapel des Beschwörungsdecks. Zum Beispiel, der Gegner, der hat, ja, da ist er. Wie heißt das jetzt? Mein Gott. Dass er C ist, genau, dass er C ist. Und schon kann ich aus dem C betäubt machen. Auch sehr gut. Und dann für 1, die 7 Ringe von Ragnarok. Gib bis zu 3 Charakteren eine C-Statuskarte. Danach die Karte ablegen. Auch sehr gut. Dann die roten Bänder. Betäube einen Gegner und füge ihm 7 Schaden zu. Danach die Karte auch wieder ablegen. Auch super. Und dann haben wir für 1 Illusion. Verwirre den Schurken und entferne 4 Bedrohungen von einem Plan. Und dann auch die Karte ablegen. So, sobald wir alle Karten abgelegt haben, werden die gemischt und dann wieder neu ins Spiel gebracht. Das sind also die Dr. Strange Karten, die wir haben. Und jetzt habe ich eine schwere Entscheidung gehabt, als was spiele ich denn? Injustice, ich mag Justice, ist auch immer gut, wenn man sowas machen kann, aber im Grunde kann er Bedrohung auch so wegmachen. Hm. Im Agro-Modus, weiß ich noch nicht. In der Verteidigung, möglicherweise, habe ich jetzt mal vorbereitet. Leadership, naja, weiß ich nicht. So, als Karten dabei habe ich zweimal Kraft des Schutzes. Das ist die doppelte Ressource für Schutz, also die nehme ich immer dabei. Dann habe ich einmal unbezwingbar Reaktion. Nachdem dein Held verteidigt, lege unbezwingbar ab, mache deinen Helden spielbereit. Auch sehr gut. Ich habe auch mein Deck auf 40 Karten gemacht, weil ich will schnell durch mein Deck durch, damit ich hier seine Karten wieder ziehen kann. Das ist eigentlich der Plan dahinter, dass ich schnell durch mein Deck bin. Und darum habe ich manche Karten nicht so oft, wie ich sie gerne vielleicht hätte. Aber weil die Zauberkarten halt zu stark sind. Und seine Karten. Und dann will ich mir nachher, da kommen wir gleich zu, will mir auch hier mein schön mein Deck aufbauen mit allen Unterstützungen und was es so gibt. Aber da kommen wir gleich zu. Als nächstes habe ich einmal dabei gekonnte Verteidigung für 0. Sobald dein Held gegen einen Angriff verteidigt, bekommt er für den Angriff plus 3 Verteidigung. Das zusammen mit hier vielleicht was anderes, ne, dass ich wieder spielbereit machen kann, nicht schlecht. Dann habe ich einmal dabei für 3 medizinisches Team. Ich bekomme 3 Marker und wenn ich den medizinischen Team schöpfe, kann ich einen Marker wegnehmen und heile 2 Schaden von einem Charakter. Kann auch ein Ally sein, was auch sehr gut ist, um die länger am Leben zu halten. Dann habe ich 3-mal dabei, damit ich ein bisschen Schaden austeile, den Schwung ausnutzen. Ist ein Angriff, heile 2 Schaden von deinem Gegner, von deinen Helden und füge deinem Gegner 2 Schaden zu. So kann er wenigstens noch mal ein bisschen Schaden machen, weil ich glaube, das wird ein bisschen seine Schwäche sein, dass er nicht genug Schaden macht. Aber ich spiele jetzt gleich auch das erste Mal. Ich kann mich auch eines Besseren belehren lassen. Dann haben wir einmal dabei, unerschütterlich. Ist eine Aktion, ist einmal pro Spiel, nachdem du gegen, ist ein Upgrade auch, ja, nachdem du gegen einen Angriff verteidigst und keinen Schaden genommen hast, erschöpfe und ziehe eine Karte. Das heißt, nach den anderen Karten, die ich eben gezeigt habe, plus 2 Verteidigung, plus 3 Verteidigung und so weiter, ist möglich, dass ich keinen Schaden nehme und kriege ich immer eine Bonuskarte für 1. Wenn das einmal im Spiel klappt, hat sich die Karte schon, die Kosten schon raus. So, dann habe ich einmal dabei die Rüstung, kriege ich plus 1 Verteidigung, um dann mal mich noch ein bisschen mehr tougher zu machen. Denke ich mal, ist auch ziemlich sinnvoll. Dann habe ich die Energiebarriere dabei für 2.
einmal für zwei Ressourcen. Ich ist eine Unterbrechung. Ich bekomme drei Marker. Ich kann einen Marker ausgeben. Dann verhindere ich einen Schaden. Und der Gegner bekommt einen Schaden. Um auch nochmal so ein bisschen vielleicht mal auszuteilen. Das hat auch zwei Effekte dann. Dann sind es Kosten von zwei, finde ich eigentlich ganz okay. Dann habe ich einmal dabei verzweifelte Verteidigung. Sobald dein Held gegen einen Angriff verteidigt, bekommt er für diesen Angriff plus 2 Verteidigung. Falls du durch den Angriff keinen Schaden nimmst, mache ich wieder spielbereit für 1. Dann hat er quasi eine Kernischen auf Verteidigung von 3, hat eine Verteidigung von 5, vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich noch andere Karten dazu spiele. Denke ich, ist auch ziemlich sinnvoll. Hätte ich gerne öfters drin, aber dann wäre ich mit meinem Limit gekommen. Dann als Alice habe ich dabei Iron Fist für 4. Hat einen Widerstand, 2 Angriff, 3 Lebenspunkte. Aber das Gute ist, Iron Fist kommt mit 2 Mystic Marker ins Spiel und eine Reaktion. Sobald Iron Fist einen Gegner angreift, entferne einen Marker von ihm, betäube den Gegner und füge ihm einen Schaden zu. Das heißt, dann würde er 3 Schaden kriegen und betäubt. Das kann ich dann theoretisch 2-mal machen. Und dann kann ich mit meinen anderen Karten auch wieder heilen, damit er das öfters kann. Na gut, dann kann die Marker nur 2 Marker. Aber gut, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann habe ich mal Black Widow dabei. Für 3, 2er Widerstand, 1er Angriff. Kostet 2, aber der hat eine Unterbrechung. Sobald eine Karte vom Begegnungsdeck aufgedeckt wird, erschöpfe ich Black Widow und gebe eine Physical Ressource aus. Physisch? Ja, die, die Wissenschaftsressource eben. Hebe den Effekt der Karte auf und lege sie ab. Und dann eine neue Karte ziehen. Das ist auch für manche Karten, kann ich mir vorstellen, dass ziemlich cool ist, um auch wieder so eine Schatten der Vergangenheit oder sowas zu neutralisieren. Kann ich mir vorstellen, dass ziemlich gut ist. Aber ich denke, der Krux wird sein, dass ich die Ressource habe. Naja, mal gucken. Dann Luke Cage. 1 und 2 hat er. 5 Lebenspunkte und er kommt mit der C-Statuskarte im Spiel. Das heißt, er kann mich ein bisschen mal tanken. Nick Fury, den kennen bestimmt alle, der ist auch super. Nachdem Nick Fury ins Spiel gekommen ist, wähle 1. Entferne 2 Bedrohungen von einem Plan, ziehe 3 Karten oder füge einem Gegner 4 Schaden zu. Und falls Nick Fury am Ende der Runde noch im Spiel ist, lege ihn ab. Das heißt, den kann man auch opfern, mit, um ihn verteidigen zu lassen. Den finde ich auch super. Dann habe ich Mockingbird dabei. Die finde ich auch einfach nur klasse, weil nachdem Mockingbird ins Spiel gekommen ist, kann ich den Gegner betäuben. Auch sehr gut. Dann natürlich die 3 Ressourcenkarten, von, die muss man dabei haben. Einfach nur gut. Dann habe ich mir überlegt, falls ich mal in Alter Ego wechseln muss. Oh, haben wir gar nicht gezeigt eben. Ne? So. Der hat eine Erholung von 3. Und ich kann meinem. Ich beginne mein Spiel mit dem Beschwörungsdeck, haben wir ihm gezeigt. Und Naturtalent ist eine Aktion. Lege die oberste Karte des Beschwörungsdecks ab. Das heißt, wenn mir die Karte nicht gefällt, ich brauche die gerade nicht, könnte ich sie ablegen. Und dazu passt dann halt hier das Upgrade. Entschuldigung. Ich bekomme immer plus 2 Erholungen. Das heißt, wenn er sich einmal holt, kriege ich 5 dazu. Ich denke mal, könnte auch nicht schlecht sein, wenn ich einmal wechseln muss, dass der sich mehr erholt. Dann natürlich Avengers anwesend. Kann ich erschöpfen, weil er ist ja auch ein Avenger. Kann ich erschöpfen und kriege eine Karte. Das ist halt mein Bild, damit ich halt viele Karten auf der Hand habe und schnell durch mein Deck komme. Den Helicarrier, der macht die Karte 1 billiger. Wie gesagt, dass ich schnell und viele Karten spielen kann. Und dann zweimal, die wollte ich mal ausprobieren, die spirituelle Meditation, ist ein Zauber. Spiele diese Karte, falls dein Identitätsmerkmal Mystiker ist. Ja, ihr seht, auf beiden Seiten. In der Aktion ziehe 2 Karten, wähle eine Karte von deiner Hand und lege sie ab. Das heißt, wenn ich mal eine gute Karte habe, die ich nicht so toll finde, kann ich sie ablegen und habe die Chance, 2 Karten zu ziehen, um mir eine davon auszusuchen, dass das doch die richtige ist. Dass das doch vielleicht ein Zauber ist oder mein Mantel ist oder irgendwas. Das ist eigentlich mein Grundprinzip von dem, Deck. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Das sind die Ideen dahinter, dass ich halt schnell durch mein Deck komme, viele meine Zauber spielen kann, mich wieder bereit machen kann und halt mich mit Ressourcen aufbauen kann, um die Karten zu spielen, damit die bald billiger werden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Meine Gedanken dazu, warum ich das Deck so gebaut habe. Natürlich, alle Karten habe ich auch noch nicht. Ich konnte jetzt nur aus meinem Fundus schöpfen, was ich so habe. Bin gleich mal gespannt, wie es sich schlägt. Und ich hoffe, ich sehe euch in Teil 2. Avengers sammeln! So, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe doch 42 Karten. Ich habe den der oberste Zauberer vergessen. Der war noch im Scarlet Deck drin. Und zwar plus 1 Handlimit in der Heldengestalt. Super, muss man haben. Und nochmal 3 Lebenspunkte kann ich mir geben.
damit ich ein bisschen tougher bin. Aber die beiden Karten kommen noch in dem Deck dabei. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und das ist Play Games Alone. Heute der zweite Teil der Dr. Strange-Reihe, die sich gewünscht wurde, nämlich Rhino gegen Dr. Strange im neuen Setting. Also bleibt dran. So, willkommen zurück. Ich habe mal ein bisschen mit den Kameraeinstellungen gespielt und mit dem Blickwinkel. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen besser erkennen und ein bisschen besser folgen. Wie gesagt, ich spiele heute Dr. Strange. Das ist der zweite Teil. Im ersten Teil habe ich das Deck vorgestellt. Jetzt spiele ich Dr. Strange gegen Rhino. Und im dritten Teil kommt Claw an der Reihe. Ich spiele mein Deck im Justice. Mein Gott. In Schutz. Hab schon alles vorbereitet. Dr. Strange hat, wie gesagt, 3er Threat. Handgröße von 6, 10 Lebenspunkte. Die sind hier unten. Dann Rhino, seine 14 Lebenspunkte. Der Plan. Meine Verpflichtung ist schon reingemischt. Und die gelben Karten ist sein Zauberdeck. Wollen wir mal loslegen. Und zwar, ich ziehe 6 Handkarten. 1, 2. Ich werde sie vorne mal mischen. Das war jetzt gerade. Ne? Wir mischen sie vorne mal. Ist immer. So. Dann die auch nochmal. So. So, Handkarten. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Oh, schon mal perfekt. Und dann, Dr. Strange Fähigkeit ist, er hat ein Beschwörungsdeck. Das sind 5 Karten, die wiederholen sich. Wenn das Deck leer ist, kann ich es neu mischen und wieder neu aufdecken. Und er hat eine Aktion, lege die oberste Karte Beschwörungsdecks ab, beziehungsweise auf. Das wäre jetzt, verwirre den Schurken und entferne von einem Plan, 4 Bedrohungen von einem Plan. Na gut. Dann werde ich natürlich die Aktion nehmen, lege die oberste Karte des Beschwörungsdecks ab, weil haben wir jetzt noch nicht. Okay, dann habe ich Astralprojektion, mystische Studien, das ist sehr gut. Dann werde ich mystische Studien spielen für 1. Und zwar besagt das Alter Ego, durchsuche dein Deck und dein Ablagestapel nach einer Dr. Strange Karte und nimm sie auf der Hand. Da weiß ich schon, welche ich nehme. Und zwar meinem Umhang. Das Auge von Agamotto ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme den Umhang und mische dein Deck. So. Mit dem Umhang kann ich nämlich ich kann fliegen und dann mein Held erschöpfen und ich kann Dr. Strange dann wieder spielbereit machen. So, die spiele ich für 2 Ressourcen. Komm, wenn wir dabei sind, spiele ich das Upgrade. Ach Mann, ich muss erstmal eine Karte noch hier aufdecken. So. Wähle eine Statuskarte im Spiel. Ersetze die Statuskarte durch eine andere Statuskarte. Das ist genauso bescheuert. Okay, dann machen wir es so. Ich spiele Auszeit für die. Und zwar, ich bekomme plus 2 auf Erholung. Das heißt, wenn ich mich mal erhole, bekomme ich immer plus 5. Ups, das war die Kamera. Dann habe ich noch Genialität auf der Hand. So, und dann werde ich einfach im Dr. Strange switchen, habe 2, 1, 2. Zauber ist eine Aktion, erschöpfe Dr. Strange und bezahle die Kosten der obersten Karte des Beschwörungsdecks. Handle die Spezialfähigkeiten auf der Karte ab. Mache ich jetzt aber nicht, weil könnte ich ablegen. Ist eine Nuller-Karte, komm. Machen wir mal, legen wir ab. Erschöpfen.
Nächste Karte auflegen. Ah, das ist doch. Betäube einen Gegner und füge ihm 7 Schaden zu. Das ist doch für die nächste Runde schon mal toll. Und dann einfach, weil ich es kann, die legen wir mal hier oben beiseite, werde ich meinen Mantel, mich wieder spielbereit machen und dann einfach angreifen. Und wenigstens einen Schaden wegnehmen. So, dann bin ich wieder soweit. Und ziehe auf 5 auf. 2, 3, 4, 5. Das Deck mal rumlegen. So. Gut. Handlimit kann ich erhöhen. Okay, gut. Dann der Plan geht um 1 voran. Okay. Dann greift Rhino an mit 2. Ich verteidige nicht mit 2. Mit 3 macht ihr mir 3 Schaden. So. Und eine Karte. Der Schurke treibt den Plan voran. Um 1 plus nur um 1. Gut. Dann bin ich dran. Ich spiele der oberste Zauberer für 2. Das heißt, ich kriege plus 1 Handlimit, Handkartenlimit. Das ist gut. Dann werde ich für 2 ihn erschöpfen und für 2 die und Lukic für 2 werde ich die roten Bänder spielen, betäube einen Gegner und füge ihm 7 Schaden zu und die Karte ablegen. 7 Schaden, das sind 8. Kriegt er einen wieder, hat er noch 6. Und er ist betäubt. Dann werde ich mit meinem Mantel mich nochmal ready machen. Und dann Widerstand leisten auf dem Plan hier. Da sind es 2 weg. Die behalte ich nochmal. Mache mich. Beende meinen Zug. Und und werde einfach in meinem alten Ego wechseln. Genau, dann kriege ich 6 Handkarten und dann kann ich gleich noch mal hier sind 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann der Plan geht um 1 voran sowieso. Um 1 für Rhino plus die Karte wären 2. Oha. Das ist schon viel. Achso, meine Karte muss ich auch aufdecken. Gib bis zu 3 Charakteren eine C-Statuskarte. Okay. Wäre mein nächster Zauber. Und dann die Beschwörung. Rhino halt 4 Schaden. Ja, super. So, okay. Also, der muss natürlich auch wieder spielbereit sein. So, dann werde ich einmal hier die Aktion nehmen von Alten Ego. Durchsuche dein Deck und Ablagestapel nach einer Dr. Strange Karte und nimm sie auf der Hand. Da weiß ich schon, was ich Bock habe. Nehme ich mein das Auge von Agamotto. Oder wo? Nee, Auge von Agamotto. Wo ist es da? Na? So.
nehme das Auge von Agamotto auf der Hand. Das ist nämlich eine Schöpferressource und ich kann dann eine Ressource mitmachen. Und Schutzzauber. So, dann könnte ich mich um 5 heilen. Nee, machen wir aber nicht. Und zwar, ich drehe mich rum. Dann spiele ich das medizinische Team. Sieht man hier noch? Ja, sieht man noch. Für 2, für 3. Nee, warte. Ich spiele mal gleich. Dann spiele ich erst das Auge. Für 1, für 2. So ist das Auge. Dann spiele ich damit sicher Notteam für 2. Plus das Auge drehe ich. Und habe noch das medizinische Notteam. Da sind 3 Marker drauf. Da kann ich direkt 2 Schaden heilen. Die nehme ich mir auch direkt. Dann lege ich dann halt nur 2 Marker drauf. Dann ist die erschöpft. So. Dann werde ich einmal Widerstand leisten. Na? So, 2 weg. 1, 2. Mache mich wieder, hopp, na, wieder spielbereit. Hopp. Dann spiele ich meinen Zauber. Für 1, für diese Ressource. Und zwar die 7 Ringe. Gib bis zu 3 Charakteren je eine C-Statuskarte. Ist zwar jetzt nur einer da, aber ich habe eine C-Statuskarte. Und bin damit wieder. Ups. Ich glaube, die können wir auch mal hier oben hinlegen. Ist nicht so wild. Legen wir lieber das Auge von Agamotto hier hin. So, dann habe ich noch eine. Genau, und die letzte decken wir auf. Das ist dann einfach Ziel 3 Karten. Na, das ist gut. Gut, dann Ende der Runde. Mache mich wieder spielbereit. Ziehe jetzt auf 6 Karten auf, weil ich der oberste Zauberer bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht der Plan um einen voran. Rainer würde mich angreifen, ist aber betäubt. Und dann kriege ich eine Begegnungskarte. Uha, meine Verpflichtung. Das ist keine Verratskarte. Okay, dann müssen wir die machen, kann man nichts gegen machen. Hätte ich die Black Widow haben müssen. Du darfst deine Identität auf deine alte Ego-Seite umdrehen. Dann machen wir das doch. Erschöpfe Stephen Strange und entferne die Karte aus dem Spiel. Okay, haben wir. Ach, hätte schlimmer sein können. Hätte schlimmer sein können. Dann werde ich einfach jetzt mal hier alte Ego-Aktion, mein Deck durchsuchen und eine Dr. Strange-Karte nehmen. Da werden wir jetzt einfach mal. Wo ist er? Wong könnte ich nehmen. Nehmen wir Wong. Ups, bekommt. Da ein. So,
Dann haben wir Wong. Wenn ich Wong habe, kann ich ihn erschöpfen und entweder mich um einen Schaden heilen oder ich kann eine Karte umlegen, die ich nicht brauche, was auch sehr gut ist. Okay. Gut, 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 gut. Dann floppisch im Heldenmodus, indem ich meinen Umhang drehe, mich ready mache. Spiele für 0 Ressourcen diese Karte. Ach, kann 3 Karten ziehen. 1, 2, 3. Gut. Dann werden hier die Jungs gemischt. Das sind 5 Karten, die werden gemischt. So. Die oberste Karte aufgedeckt. Oh, das ist sehr gut. Die Betäubenkarte. Natürlich geht das nicht jetzt, weil ich ja eben den Zauber gesprochen habe. Aber kein Problem. Dann spielen wir Wong für 1, 2, 3. Spielen wir Wong. Kann man ein bisschen hoch tun. So. Das war Wong. Dann spielen wir Magiestrahl. Für 1. Für 2. Nee, für 1. Für 2. Für 3. Für die 3. Die legen wir ab. Dafür machen wir jetzt zum Schaden. Und die oberste Karte meines Decks muss ich ablegen. Und je nachdem, was ich habe, eine Energieressource, füge den Gegner noch 2 Schaden zu. Perfekt. So. Dann wird Wong einmal angreifen. Den Gegner 2 Schaden machen. So. Und ich würde sagen, das war's mit meiner Runde. Mache ich mich wieder spielbereit. Ziehe auf 6 auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Der Plan geht um 1 voran. Rhino würde mich angreifen, bin aber zu 10. Und dann noch eine Karte. Eine Hydra-Wache. Oh, das ist jetzt nicht so toll. Eine Hydra-Wache. So. Eine Hydra-Wache. Gut, hätte aber schlimmer sein können. Lass mich überlegen, wie machen wir das am besten?
kriege ich diese Wache weg? Ah, das ist so schade. Ja, ich spiele spirituelle Meditation. Lege diese Karte ab. Ziehe zwei Karten. Nee, spiele deine Karte nur, falls du Mystiker ist. Ziehe zwei Karten. Wähle eine Karte von deiner Hand und lege sie ab. Ich ziehe zwei Karten. Gut. Und nehme hier die und lege die ab. Dann spiele ich hier diese. Mache zwei Schaden. Mache zwei Schaden. Und spiele eine 2. Mache ich zwei Schaden. 1, 2. Wong macht den anderen Schaden. Haut den Jungen aus dem Leben. Ich ich haue ihn hier aus dem Leben. Ist er in Runde 2. Bekommt 10, 11, 12, 15. Ich bekomme 15 Punkte. Hauen und Klauen wird aufgedeckt. Der war ja eben schon da. So, er kommt mit 2 Markern plus 1 im Spiel. So, gut, dann nehme ich meinen Mantel, mache mich wieder spielbereit. Dann spiele ich hier die Karte. Nee, mach mal anders. Bezahle die aufgedruckten Kosten der obersten Karte bis Beschwörungsdeck 2. Andere Spezialfähigkeiten ab. Boah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Bezahle die aufgedruckten Kosten der obersten Karte des Beschwörungsdecks. Also müsste ich 2 zahlen. Andere Spezialfähigkeiten ab und lege sie dann offen zurück auf das Beschwörungsdeck. Das heißt, ja, würde ich jetzt so sagen, ne? Okay, spiele diese Karte für 1. Dann bezahle ich die obersten 2 Kosten des Beschwörungsdecks. Das wären hier die. Und dann sagt die Karte, ich darf die Spezialfähigkeiten abhandeln. 7 Schaden machen. So. Den Gegner betäuben. Und dann lege ich zurück auf den. Und dann, genau. Dann lege ich die offen zurück aufs Deck, dass ich die nochmal spielen kann. Okay, das wäre jetzt so, ne? Wenn ich jetzt das richtig sagen würde. Dann werde ich throtten und hier einfach nochmal 2 wegnehmen. Und mit meinem medizinischen Team heile ich von Wong die 2 Wunden. Und dann bin ich eigentlich auch schon wieder durch. Ja, genau. Dann ziehe ich auch 6 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Plan geht um einen voran. Er würde angreifen.
Kann er nicht, ist betäubt. Dann ziehe ich eine Karte, die ich ziehen muss. Rhino bekommt plus 1 Angriff. Und ein Scherge kommt ins Spiel. Okay, das sollte jetzt auch nicht weiter stören. Der ist zwar C, aber wenn jetzt alles hier so nach Plan läuft, dann so. Dr. Strange ist übrigens auch wieder. Dann ist das jetzt vorbei. Ich erschöpfe Dr. Strange, spiele diese Karte für 2. Dann sagen wir für 1, 2, mache 7 Schaden. Betäube den Gegner. Die Karte kommt weg. Die nächste wird aufgedreht. Und dann mit meinem Umhang mache ich mich wieder bereit und mache den Greif an und nehme den letzten Lebenspunkt weg. Das war Rhino. Also, ich muss sagen, in diesem Spiel lief es gut. Ich hatte vorher schon mal 2 Spiele gemacht, in denen ich kläglich versagt habe. Irgendwie passt alles gar nichts. Aber in dem Spiel jetzt, da war der Setup, der war super. Ich konnte mich schön aufbauen. Das war klasse. Hat Spaß gemacht, sich die Karten rauszusuchen und. Ich finde, hat ganz gut funktioniert, obwohl ich eigentlich gar keine Protection-Karten groß gebraucht habe, bis auf das medizinische Team. Habe ich sonst was gespielt? Nee, ne? Ja gut, ich glaube, die habe ich einmal gespielt, ne? Ja, sonst habe ich. Ja gut, und hier Kraft des Schutzes, aber die hätte vielleicht aber Agro wäre ja auch dabei oder sowas. Sonst habe ich eigentlich nichts gespielt, dass ich die jetzt mein Protection gebraucht hätte. Interessant. Werden wir jetzt mal bei Claude demnächst testen, im nächsten Spiel, ob das auch so gut ist. Ansonsten könnte man auch mal überlegen, ob man da wirklich mal jetzt ein Aggro macht oder so. Wäre bestimmt auch lustig. Wäre vielleicht der Erste, der ein Aggro überlebt. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und die Bildqualität war jetzt besser, war auch ein bisschen heller. Und ihr könnt es hier so mit dem Setup ein bisschen besser alles erkennen. Auch hier, dass es ein bisschen schärfer ist. Ich hoffe, hattet Spaß. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Empfehlt mich weiter an euren Freunden. Und wir sehen uns bis demnächst. Avengers sammeln. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und das ist Playgame Alone. Heute im dritten und letzten Teil der Doctor Strange, sag ich mal Trilogie, aber der Doctor Strange Themenwoche, kämpfen Claw gegen Doctor Strange. Also bleibt dran. So, dann willkommen zurück zum dritten Teil der Doctor Strange. Das Doctor Strange Event, sage ich jetzt mal. Wieder im Protection. Im ersten Teil habe ich mein Deck vorgestellt. Falls es euch interessiert, Link in der Videobeschreibung. Und im zweiten Teil habe ich es dann gegen Rhino getestet. Seht es euch mal an, dann brauche ich die Karten jetzt nicht so viel zu erklären. Ich habe schon soweit alles vorbereitet. Meine Verpflichtung, die kommt hier rein. Die Erzfeinde-Karten beiseite. Gut durchgemischt. So. Zack. Haben wir. Check. Dann haben wir Claw. Mein Gott, jedes Mal, ne? Claw mit 12 Punkten. Ich mit 10. So viel zur Vorbereitung. Und zwar, wir spielen Claw 1 und 2 mit dem Standard-Set und den empfohlenen Master of Evil. Dann durchsuche das Deck nach dem Nebenplan-Verteidigungsnetzwerk. Haben wir hier. Starte mit 3 Markern. Und sobald aufgedeckt, einen Schergen suchen und ins Spiel bringen. Da ist er. So. Das haben wir. Kommen wir Seite. Meine Karten auch mal mischen, damit alles seine Ordnung hat. So, haben wir, das sind die roten.
Die gelben, das sind mal Zauberkarten. Das sind 5 Stück. Wenn die aufgebraucht sind, dann wird der Stapel zusammengefügt und wieder neu gemischt. So. Die wird die erste aufgelegt. Da haben wir, oh, betäube einen Gegner und füge ihm 7 Schaden zu. Das ist schon mal super. So, haben 3 Erholungen, 10 Lebenspunkte, Handgröße von 6. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal. 1, oh, sehr gut. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jetzt sind schon gute Karten. Das Auge von Agamotto muss ich einfach spielen. Gegen für 2. Die muss ich einfach spielen. Und dann die Weste. Die brauche ich auch. Die ist auch zu gut. Ja, dann drehe ich um zu Dr. Strange. Und spiele direkt für 2 den Betäubungsstrahl. Für 1 und die Ressource für 2 mache ich 7 Schaden. Schon mal gut. 7 Schaden. Und der Gegner ist betäubt. So. Schon mal gut. Dann war das meine erste Runde. Ich ziehe 5 Karten. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Da ist der Mantel, Gott sei Dank. Gut. Dann geht der Plan um 1 voran. Er würde mich angreifen. Kann er nicht. Ist betäubt. Er greift mich an. Ja. Also, ja, lassen angreifen. Ich für 1. Dann mache ich nichts, lohnt sich nicht. Und eine Begegnungskarte. Claw greift dich an. Falls dieser Angriff Schaden zufügt, platziere eine Bedrohung auf dem Hauptplan. Er greift mich an. Ich habe Verteidigung 3. Ne, ich verteidige nicht. Oh, 3. Oh, 5. Oh, 5 Schaden. Das tat weh. Das tat jetzt wirklich weh. Das tat wirklich weh. Okay. Dann bin ich dran. Achso, die müssen wir umdrehen. Verwirre den Schurken und entferne 4 Bedrohungen von einem Plan. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, dann spiele ich für 1. Für 2. Spiele ich meinen Umhang. Da kann ich Dr. Strange wieder ready machen. Und dann für einen verwirre den Schurken und entferne 4 Bedrohungen von einem Plan. Spiele ich für 1. 4 Bedrohungen. Nehmen wir den hier weg. 1, 2, 3. Der Schurke ist verwirrt. Ich lege die Karte um. Mach Dr. Strange wieder bereit. Na, komm schon. Die nächste Karte. Ziehe 3 Karten aus dem Ablagestapel. Ja, das machen wir doch. Dann spiele ich die auch direkt. Ups, Moment. Die müssen auf dem anderen Stapel. Blöd, Mann. So, 2, 3. So. Da haben wir unterschiedliche Farben, ne? Ziehe 3 Karten. 1, 2, 3. Die 7 Ringe. Gib 3 Charaktere je eine C-Statuskarte. Okay. Iron Fist oder Mockingbird? Dann spielen wir Iron Fist. Für 1, 2, 3, 4. Iron Fist kommt mit 2 Markern im Spiel. So. Wenn er einen, wenn ich angreife, kann ich. Nee, sobald Iron Marker einen Gegner angreift. Okay, der heißt nicht kann. Das heißt, ich muss. Krieg ich der Gegner betäubt und kriegt einen Schaden. Dann werden wir doch mal. Dann greifen wir ihn an.
So, ein. Und dann kriegt er jetzt 3 Schaden. Hat dann noch 2. Und ist betäubt. Das ist auch nicht schlecht. So. Dann werde ich noch mich rumdrehen. Genau. Und dann bin ich soweit durch. Ich ziehe auf 6 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, super. Okay. Dann der Plan geht um einen voran. Er würde ihn vorantreiben, ist verwirrt. Und dann macht er ihn noch. Und dann eine Karte. Der Schurke greift dich an. Macht er nicht. Ist betäubt. Gut. Dann bin ich wieder dran. Erstmal erhole ich mich für 3. Für 3. Dann spiele ich den obersten Zauberer für 2. Habe ich immer eine Handkarte mehr. Reinhard noch zwei, der hat noch 2. Und dann werde ich mir den Helicarrier noch holen für 1, 2, 3. So, den Helicarrier. Iron Fist greift hier den Söldner an, den Waffenschmuggler. So. Dann drehe ich und mache mich bereit. So. Und werde den Helicarrier drehen, damit ich hier gibt bis zu 3 Charakteren eine C-Statuskarte. Die nächste aufgedreht, wähle eine Statuskarte im Spiel, ersetze sie. Okay, das ist nicht so besonders. Dann kriegt natürlich der Doktor, kriegt eine. Und Iron Fist kriegt eine. Und dann bin ich wieder soweit durch. Dann ziehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Gut. Dann der Plan würde um einen vorangehen. Er greift an, geht auf Iron Fist. 1. Booster füge jeden Helden einen Schaden zu. Na super. Gut, aber passiert nichts. Dann sind beide C-Statuskarten wieder weg. Na super. Gut, und eine. Be ne, warte mal. Der greift hier an. Ich bin C. Genau, ja. Okay, da war doch richtig. Und zack. Gib den Schurken eine C-Statuskarte. Na super. Das ist ja schon wieder so einer. Die sind so hartnäckig, die Evils. Okay. Dann werde ich Black Widow spielen. Für 1, für 2, für 3 Ressourcen. Sobald eine Karte vom Begegnungsdeck aufgedeckt wird, erschöpfe Black Widow und gib eine Physical Ressource aus. Hebe den Effekt der Karte auf und lege sie ab. Dann decke eine weitere Karte auf. Okay. Aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich für einen, dass sie hier mal angreift. Dann spiele ich diese Karte, ziehe
1, 2 neue. Und muss eine, dann lege ich. Ich lege die andere davon ab. Ich hatte ja 2. So. Hab schon das gedreht. Ja, dann. Das spiele ich hier. Heile 2 Schaden von einem Gegner und füge einem Gegner 2 Schaden zu. So, erstmal das Wichtigste. Ich heile 2. So, jetzt muss ich gut überlegen, welchen Gegner tue ich die 2 Schaden. Dann ist er weg. Dann ist er in der nächsten Runde. Aber der macht mir hier Sorgen. Dann gebe ich ihm 2 Schaden. So. Stehen zum Verteidigen, die habe ich noch zu verteidigen. Okay. Dann ziehe ich auch 6 Karten auf. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, super. So, der Plan geht um einen voran. Okay. Der Plan geht um einen voran. Claw würde mich angreifen. Das werde ich auf. Werde ich auf Iron Fist nehmen. Für 2, für 4. Damit ist Iron Fist leider Geschichte, aber er hat sein. Habe ich gerade jetzt hier meinen Dr. Strange vergessen? Ja, habe ich. Dann würde er eben noch, mache ich eben noch 2 Threads hier weg. 1, 2. So, dann. Ihn Dings wieder 2 weg. Und dann spiele ich diese Karte. Bringt zwar nichts, aber dann kann ich neu mischen. So. Oh Mann. Das war jetzt dumm. So. Ziehe 3 Karten. Okay. Dann jetzt. So. Der Plan ging um einen voran. Der hätte angegriffen. Iron Fist ist weg. Dann würde er angreifen. Und ich ich verteidige nicht. Dann kriege ich 3 Schaden und eine Begegnungskarte. Der Schurke greift dich an. Und jeder Scherge. Und jeder Scherge. Aber ich habe Begegnungsdeckkarten. Die Black Widow. Ich spiele jetzt hier eine Ressource und die kommt am Ablagestab und ich ziehe eine neue. Eine Wache. Na gut, besser als das, wenn mich jetzt jeder Schurke angegriffen hätte. Der kommt mit einer C-Karte ins Spiel. Okay. Gut. Dann bin ich jetzt dran. Okay. So, Verteidigungsnetzwerk ist zurück, weg, ne? Die habe ich alle. Dann spiele ich Magiestrahl. Ne, erstmal hole ich mir 3 Karten. 1, 2, 3. Okay. Oh, 7 Schaden. So, jetzt. Dann spiele ich Magiestrahl für 3 Ressourcen.
für zwei, für eine, für Jedi, für eine, mache 5 Schaden, damit ist er weg. Dann greife ich an, nehme den Jungen hier die C-Statuskarte weg, mache meinen Dr. Strange wieder spielbereit. Dann spiele ich Reflexion für 2 Ressourcen. Und zwar, da kommen 3 Marker drauf. 1, 2, 3. Und sobald eine beliebige Menge an Schaden nehmen würdest, entferne einen Marker von dieser Karte, verhindere einen Schaden und gebe einen Schaden weiter. So. Dann spiele ich für 3 den anderen Magiestrahl. 1, 2, 3. Und mache ihn weg. So. Und dann hiervon 2. Gut. Mache ich mich wieder bereit. Hoffen wir mal, dass wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind zwar gute Karten, aber. Ach, das ist schon wieder. Sind zwar gute Karten, aber ich kriege jetzt wieder eine Karte. Okay, dann der Plan geht um einen voran. Er würde angreifen mit ich verteidige mit 3 auf jeden Fall. 1. Falls diese Aktivierung Schaden zufügt, erschöpfe den Helden. Tut's nicht. Tut es nicht. Und eine Begegnungskarte. Falls diese Aktivierung Schaden zufügt, erschöpfe den Helden. Nö, tut's auch nicht. Zweimal die gleiche. Wunderbar. Gut. Dann muss doch mal jetzt hier was klappen, oder? Ich spiele Luke Cage für 3, für 2 spiele ich Luke Cage. Nur zurück, ich spiele doch noch nicht Luke Cage, weil ich habe vergessen, mir eine Begegnungskarte vom weil mein Deck zu Ende ist, zuzuteilen. Noch gemerkt. Ein Söldner. Okay, nicht schlimm. So. Jetzt spiele ich Luke Cage. 4, 3, 2 und die 2. Luke Cage kommt mit einer C-Statuskarte im Spiel. Gut. Dann greift Luke Cage an. Ach nee, dann ist die C-Schatzkarte, wenn er einen Punkt kriegt, ne? Das ist ja ganz blöd. Das ist ja ganz dumm. Das ist ja dann ganz dumm. Ich mache mich erstmal wieder bereit.
So. Dann spiele ich Astral. Ich darf für 2, 3 Widerstand wegmachen. Nehmen wir mal die 2. Sicher ist sicher. Und Luke, und der Doktor, der nimmt hier noch einen weg. Dann war das meine Runde. Dann war das meine Runde. So, ich habe 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der Plan geht um einen voran. Er würde angreifen. Ich verteidige nicht. Kann böse sein. 1. Lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Oh Mann. Oh nein, armer Wong. Ein Schaden würde ich kriegen. Spiele einen Marker. Bekomme einen Schaden weniger und gebe einen Schaden zurück. Zup. Damit ist er erste Runde K.O. Dann suchen wir jetzt den unsterblichen Claw, ob er überhaupt schon da war. War natürlich noch nicht da. Oh, die beiden blöden Karten sind noch drin. So, da ist er. So, der kommt mit 3 Markern ins Spiel und 10 extra Lebenspunkte, 10 extra Lebenspunkte und mit 18 Ups. Dann machen wir die jetzt weg. Zack. Mit 18. Gut. Dann ist das erledigt. Dann würde der Junge angreifen. Den nehme ich. Und dann noch eine Begegnungskarte. Eine Wache mit einer C-Statuskarte. Okay. Da kriege ich jetzt keine für, weil der es nacherzählt, ne? Ne, dann nehmen. Oder? Wann zählen die jetzt? Das gehört jetzt zum Angriff. Obwohl, erst kommt der Angriff. Dann habe ich ihn umgehauen. Dann müsste. Moment, das ist ja keine Karte, das ist ja ein Marker. Nee, das ist schon vorbei. Der Plan vorantreiben, würde ich sagen, ist schon vorbei. Hat er Pech gehabt. Okay. Dann bin ich wieder dran. Erstmal hau ich ihn eine
damit der Marker weg ist. So, dann spiele ich Iron Fist. Der kostet 4 für 3 für 2. Für 2. Iron Fist kommt mit 2 Markern wieder ins Spiel. Wenn ich angreife, kann ich einen gebe ich einen Marker aus und der bekommt einen füge ihm einen Schaden zu. Ein Schaden plus ein Schaden und ein und betäubt. Na gut, mache, dann ist er weg. Das ist schon mal gut. 3 Schaden, ein Lebenspunkt, der Junge ist weg. Dann mache ich Dr. Strange bereit. Zack. Spiele für 2. Die Karte: Betäube einen Gegner und füge ihm 7 Schaden zu. 7 Schaden, 5, 3 sind 8 und 1 zurück und betäubt. So, dann ist er weg. Ja, lass mal so. So, und ziehen wir auf 6 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, hier müssen wir auch noch eine aufdecken. Gibt es 3 Charaktere, eine C-Statuskarte? Ja, okay, kann man gut machen. So. Der Plan geht um 1 voran. Er würde mich angreifen. Ist betäubt. Er würde mich angreifen. Ist betäubt. Der Plan geht nochmal um 1 voran wegen der Karte. So, dann haben wir den Waffenschmuggler. Luke Cage nimmt den Schaden. Und zack. Sobald aufgedeckt, jeder Master of Thief greift dich an. Ist keiner da. Falls keiner da ist, durchsuche den Begegnungsdeck und Ablagestapel nach dem Schergen und bringe ihn mit dir im Kampf ins Spiel und mische das Begegnungsdeck. Ist nur noch der Melter. Und die beiden dummen Karten, oh Gott. So. Na. So. Okay. War aber okay. Kein Problem. Dann bin ich wieder dran, ne? Spiele. Na, warte, die können wir mal hier runter. Das Avenger-Anwesen für 3, für 2, für 1, für 2. Ziehe sie auch gleich. Das ist sehr gut. Ich spiele aber einmal, gebe mir eine 3 Charakteren eine C-Statuskarte. Das wäre natürlich ich sein. 1. Iron Fist. Luke Cage. Hol 2.
5. Ne, ihr. Und Iron Fist. So, die kriegen eine C-Statuskarte. Dann drehen wir die um. Wähle eine Statuskarte im Spiel ersetzen. Nee, das brauchen wir nicht. Okay. So. Dann haben wir das. Achso, dann muss ich den wieder drehen. Mache ich mich wieder ready. Er greift, Iron Fist greift an, geht die C-Statuskarte weg, weil er einen Lebenspunkt kriegt, macht 3 Schaden auf Melter. So. Dann leiste ich Widerstand bei dem Jungen hier. So. Dann haut Luke Cage zu. Für 2 hat er 5 Punkte. Zack. Das ist jetzt die halte ich auf der Hand, weil da kommen jetzt blöde Karten, die will ich unter keinen Umständen ziehen. Ja, dann bin ich fertig. Jetzt müssen wir ein bisschen schlau spielen. So, ich ziehe auf. 2, und 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay. So, der Plan wird um einen vorangetrieben. So weit, so gut. Claw würde angreifen. Macht er auch. Auf ihr Black Widow. Hoppa. So, da hat die Kamera kurz gesponnen. Also nochmal, Claw greift an auf Black Widow. Mit 2, gut, da sind die beiden Karten weg. Dann ist das C weg. Okay. Und er greift an auf Luke Cage. Der nimmt den. So, dann eine Karte aufdecken. Oh, hier ist noch ein Marker vom Vorgänger drin. Eine Wache. Die ist C. Okay. Ups, dann muss ich auch wieder Startklar machen. So. Okay, dann. So. Was machen wir? Erstmal Iron Fist für 1 Punkt. Der knockt die Wache aus. Dann spiele ich Astralprojektion für 2, für 1 umsonst. Wähle einen Plan, entferne 3 Bedrohungen. 1, 2, 3.
Und siehe die oberste Karte des Begegnungsdecks an. Für zwei Boost-Symbole. Entferne für jedes Boost-Symbol auf der Karte zusätzliche Bedrohung von gewählten Plan. Okay, dann zack. Das ist gut. So. Dann kommt hier ein. So. Dann ziehe ich noch Avengers. Dann haben wir den Nick Fury. Dann greift Black Widow an, nehmt ihm die C weg und damit ist Black Widow Geschichte. Dann greift Iron Fist an, macht 2 Schaden und ich werde einmal angreifen, machen wir 3 Schaden. Ja. Genau. So. Luke Cage hatte auch schon angegriffen. Ja, der hat ja genau. So. Dann mache ich mich wieder bereit. Bird. Dann spielen wir Mockingbird für 3, für 2, für 3. Der Gegner kriegt eine Betäubkarte. So. Dann treibt Mockingbird den Plan hier voran. Leistet Widerstand. So. Dann ist der Claw weg. Dann hat er noch 11 Punkte. Gut, dann machen wir halt so. Spielen wir hier die für 2. 1, 2. Scheide 2 Schaden. Und der Gegner verliert 2 Schaden. So. Dann. Spiele ich einfach noch hier die für 0 und lege die einfach weg. So. Und drehe 7 um. Ja, das ist doch gut. Alles wieder bereit machen. So, das ist ja schon eine Menge Karten hier. So. Dann der Plan geht um 1 voran. Wegen dem Boost-Symbol um 2 voran. Claw will angreifen. Ist betäubt. Eine Begegnung. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann eine Begegnungskarte. Sobald aufgedeckt, platziere eine Bedrohung. Gut, das ist jetzt nicht mehr so irrelevant. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Okay. Dann bin ich dran. Dann. Spiele ich für 2.
Opa, die roten Bänder. Mache 7 Schaden. Und betäube den Gegner. Dann mache ich mich wieder spielbereit. Spiele den für 1, nehme einfach hier die 4 weg. Vier. Verwirre den Gegner. So. Zack, zack. Dann macht Mockingbird. Ein Marker weg. Luke Cage macht einen Marker weg. Ich ziehe noch mal eine Karte. So, ist auch nichts. Und dann soll Iron Fist den finishen oder kommt der Doktor macht's. Für 3, 1, 2, 3, mache 5 Schaden. Und die Sache ist gegessen. Ja, das war's. Wow. Spannendes Spiel. Hat echt Spaß gemacht mit dem ganzen Aufbau. Jetzt habe ich ein paar Charaktere von Dings mehr gebraucht. Aber so die ganzen anderen Karten, hier so, ja gut, die vielleicht. Die gibt es ja auch im Dings, aber hier so habe ich nie gebraucht. Die habe ich nie gebraucht, die auch nicht, aber die muss ich ja. Die, gut, die habe ich öfters gebraucht mit dem Heilen. Nick Fury war jetzt zu teuer. Black Widow, okay. Mystisches Team, habe ich nie, habe ich nie, habe ich nie. Ja gut, den könnte man natürlich auch mal im Aggression spielen. Ich glaube, der wird da auch Spaß machen. Bei seinen ganzen Zauberkarten kann er sich heilen, der kann Dings entfernen und kann auch Schaden machen. Aber ich glaube dann lieber fett schnell Schaden machen und da durchraiden, dass der halt schnell fällt, der Gegner. Ich denke mal, das wäre eine coole Alternative für Doctor Strange. Fortsetzung folgt vielleicht? Teil 4? Im Aggro-Modus? Auch nochmal gegen Claw? Nochmal gucken, ob er sich besser schlägt und schneller? Wäre schon interessant. Da muss ich mir mein Deck zusammenstellen. Ja, doch, ich werde es im nächsten Video machen. Doch, ich spiele Dr. Strange noch beim Aggro. Mal gucken, ob er genauso ist. Das interessiert mich ja jetzt. Das interessiert mich jetzt, ob er genauso gut ist. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem mit den Zauberkarten, die sind super stark. Und seine ganzen Karten, die sind eigentlich mega stark. Also gefällt mir echt gut, macht Spaß. Ist ein bisschen OP, glaube ich. Genau wie Captain America in einer Klasse, würde ich sagen. Doch, hat Spaß gemacht. Ja, das werde ich mit dem Deck, ich glaube mit dem Aggro-Deck dann, werde ich aber kein extra Video für das Deck machen. Das werde ich vorher schnell erklären. Ich glaube, das ist dann einfacher, um nachzuvollziehen, weil ich ja nur ein Spiel mitmache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Erzählt es euren Freunden, Bekannten, die das auch spielen. Schreibt gerne einen Kommentar drunter, ob ich was falsch gemacht habe, ob es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und wenn ihr das nicht gemacht habt, ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Avengers sammeln. Das Team TTW bedankt sich bei allen Unterstützern. Einfach in die Beschreibung gucken, dort findet ihr, wo ihr uns unterstützen könnt. Hier unsere Supporter.